Gaston aus Die Schöne und das Biest ist ein echter Macho und Angeber. Daher wundert es auch niemanden, wenn dem Schnösel jemand mal bei der Ehre packen will. Ein Disneyland-Besucher und anscheinend noch größerer Angeber forderte ihn deshalb zu einem Liegestützwettbewerb heraus. Dumm nur, dass Gastons Muskeln echt sind und nicht nur durch das Kostüm so groß aussehen. Der siegessichere Gast wird immer leiser und muss sich am Ende kleinlaut geschlagen geben.